I've got no time for all my confidence. I'd lose my mind before I try. Hallo zusammen, ich habe jetzt gerade ein Interview mit der Doro Pesch. Ich freue mich ultra mega. Wir gehen jetzt gerade hingehen und tschüss, bis später. Okay. Hallo miteinander, ich bin jetzt gerade hier im Backstage-Bereich mit Doro Pesch, einer Mittelsängerin, mega toll. Hallo. Sie ist so super, sie hat mir jetzt gerade gesagt, sie wäre total müde und so, aber man sieht überhaupt nichts. Nein. Deswegen habe ich jetzt die Sonnenbrille auf und mein Kopftuch hier, nicht wahr? So, Doro, und kurz vor dem Auftritt ein bisschen nervös. Ja, immer. Vom Auftritt. Ich glaube, es geht nie mehr vorbei, oder? Nein, seit so vielen Jahren. Das ist immer so Bungee-Jumping oder vom 10-Meter-Brett springen, Körper runter, aber das wenn ich dann die erste Note gesungen habe, dann geht's mal. Dann geht's total vorbei, ja. Also, weil man die Leute spürt und so, ja, das Publikum. Ja, wenn man einmal gesprungen dann ist, dann Spaß, dann, ja, dann gibt's auch kein Zurück mehr. Und dann macht es eigentlich noch Spaß. Und wenn ich dann halt die Gesichter sehe von den Fans, die dann irgendwie, ja, glücklich sind, einen zu sehen, ach, das ist das Schönste toll. Und du hast jetzt gerade eine neue DVD rausgebracht. Ja, ja. Yes, 25 years in Rock heißt das? Genau, so viele Jahre. Und eigentlich ist es jetzt schon 26 Jahre. Also 26, 27 Jahre, weil das Konzert, das hatten wir Ende Dezember 2008. Und dann sind wir letztes Jahr das ganze Jahr auf Tour gewesen. Dann haben wir heute, dann haben wir dieses Jahr die DVD angefangen zu machen, also im Januar dieses Jahr. Ja, und jetzt ist es gerade. Und jetzt ist es schon. Und 6-7 Stunden drauf und also das Konzert ist drauf, das war das längste Konzert, das wir hier gemacht haben. 3 Stunden, dann ist so eine Dokumentation drauf, die wunderschön geworden ist, so 1,5 Stunden mit allen Gästen und viele Stars der Metal-Szene kommen zu Wort und sagen so schönes Zeug. Und dann, ja, und dann ist noch so ein Special drauf, Bonus-Sachen, das Beste von Wacken, das Beste von Bend Your Head Festival und dann so ein kleiner Zusammenschnitt von 2500. Konzert, was wir auch diesen März gefeiert haben. Okay, also ihr seht euch, es lohnt sich bestimmt, das zu kaufen. Und dann hast du jetzt am 23. Dezember noch einen Auftritt hier in Basel beim Pratteln heißt das? Z7, ja, wo ich gerne spiele. Also ich habe da schon so oft gespielt, die Stimmung ist immer grandios. Die Fans, die kommen so aus der ganzen Schweiz, auch Italien, Tschechei, von ganz weit her kommen die. Und also Pratteln ist dann nochmal so richtig was zum Abfeiern. Wir feiern am 23. Dezember, also einen Tag bevor das Christkind kommt und das ist meistens feiern die schönsten Konzerte im Jahr. Also. Ja, ja. Und jetzt hast du schon so viele Preise und du hast ja schon so viele goldene Schallplatten hast du gewonnen und dann Echo. Ja. Und dann bist du 13 Mal in Folge bist du in einem spanischen Rockmagazin. Ja, das ist mittlerweile 17 beste Sängerin des Jahres gewesen. Ja, ja, jetzt ist es sogar 17 Mal. Ja. Hast du denn irgendwie so ein Erfolgsgeheimnis? Ach, eigentlich. Also mein Erfolgsgeheimnis ist wirklich die Leidenschaft und die Liebe zu den Fans und die Liebe, die ich von den Fans zurückbekomme. Das ist also immer meine Hauptmotivation, Inspiration und das ist echt das Schönste, was es gibt. Und dann hat mich das auch immer begleitet die ganzen Jahre, ob es jetzt gut ging oder nicht so gut ging. Also die Fans haben mich immer getragen und ich liebe so sehr diesen Job, also Musik zu machen, das war schon, seitdem ich 3 Jahre alt war, wollte ich halt Musik machen. Und dann irgendwann hatte ich meine erste Band mit 15, 16. Ja, und dann mich einmal Blut geleckt habe, da wollte ich dann auch nie mehr aufhören. Und sage ich, jedes Jahr wird es schlimmer und schlimmer. Also ja, die Leidenschaft und die Liebe, die wächst jedes Jahr ins Astronomische. Okay. Und die Liebe zu den Fans, das ist das Allerwichtigste bei mir im ganzen Leben. Also gibt es nichts anderes, was mir wichtiger ist oder was überhaupt in die Nähe kommt. Und darf ich etwas fragen? Bist du eigentlich gläubig? Ich glaube an das Positive, an das Gute, an Gott im weitesten Sinne. Also jetzt, wo wir bald Weihnachten haben und so, freust dich auf Weihnachten? Ja. Wie stehst du zu Weihnachten? Also, wir sind ja meistens immer auf der Bühne und auf Tour und das finde ich ja so schön. Meistens sind so halt die Fans halt gut drauf, da ist ganz viel Wärme, so das Herz ist offen, das spürt man. Und ich finde es auch, es ist ein ganz tolles Fest und dass man halt aneinander denkt und sich gegenseitig halt
Geschenke des Herzens hoffentlich macht und, ja, und Zeit zusammen verbringt. Also ich finde, Weihnachtszeit ist was ganz Spezielles. Also ich tue da unheimlich gern. Obwohl es natürlich immer hart ist, also mit Eis und Schnee im Dezember touren ist meistens immer hardcore. Ja, es ist eiskalt. Ja, ja. Eiskalt. Ich war jetzt erst gerade in Hamburg und dann habe ich so ein bisschen festgestellt, dass die Leute da eigentlich so ziemlich das komplette Gegenteil sind. Und zwar, ich habe mal eine deutsche, ich glaube, es war eine deutsche Schriftstellerin, auf jeden Fall war es eine Schriftstellerin, die hat so Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland gemacht und hat so festgestellt, dass die Schweizer, die seien Kokosnüsse und die Deutschen, das sind Pfirsiche. Und zwar, dass man bei den Deutschen, die haben einen relativ harten Kern und sind außen, man kommt ziemlich schnell an sie ran, aber wenn so mehr geht, dann vielleicht, weiß nicht, so bei den Schweizern ist es auf jeden Fall umgekehrt. Da kommt man vielleicht eher schwer dran, sie sind nicht so offen zuerst, gleich auf den ersten Anhieb und so, aber haben einen weichen Kern und so. Wie findest du denn die so die Schweizer? Also ich bin ja so gern in der Schweiz. Wir haben eine Platte hier gemacht, das war die Born in the Soul. Die war 2006 und dann haben wir diesen wunderschönen Film hier gemacht. Das war Arnold, der Weg des Kriegers. Und da hat ein ganzes Dorf mitgemacht und das war also für mich wirklich, das war echt unglaublich, weil jeder hatte so viel zu geben. War auch so, ja, sehr, also da war so viel Tiefe. Das habe ich also echt in der Schweiz kennengelernt. Und der Filmemacher ist der Luc Gasser, der ist ein ganz, ganz kreativer, ganz feiner Mensch. Wild ist halt auch Rock'n'Roller, aber hat sich viel Herz und Leidenschaft. Und ich habe wirklich die Schweizer schätzen und lieben gelernt und seitdem bin ich immer so gerne hier, arbeite hier gerne und wir sind also auch dabei, den zweiten Teil von Arnold, dem Weg des Kriegers nächstes Jahr so vorzubereiten. Und da freue ich mich wahnsinnig und ich habe halt vor allem auch die Intelligenz und die Spiritualität besonders von den Leuten, die in den Bergen wohnen, kennengelernt und schätzen gelernt. Das war so unfassbar. Ja. Das haben wir wirklich in Deutschland nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja mit meiner Band, das sind alles also zwei Amis, ein Italiener, ein Holländer oder Niederländer, er legt da Wert drauf. Also Holland darf man nicht sagen in Deutschland, also er ist Niederländer. Okay. Und also ich bin eigentlich eher so ein Weltbürger. Ich fühle mich nicht total deutsch, auch wenn ich Deutsch spreche, aber lebe seit 20 Jahren in Amerika, in New York, nach wie vor meine absolute Lieblingsstadt. Und ja, und ich finde... Da hast du ja schon nach 3 Tagen hast du entschieden, dass du da wohnen wirst. Ja, dass genau. Das war 1987, war da für eine kleine Promotion-Tour. Mein Jahrgang. Okay. Ja, Entschuldigung. Ich bin schon so lange dabei. Ja, und dann 87 hatte ich das in der Promotion-Tour. Es war 86, 87. Ja, und dann nach 3 Tagen habe ich meine Eltern angerufen, meine Freunde angerufen, habe gesagt, ich bleibe hier. Ich war so überwältigt. Damals war aber Amerika auch noch anders. Also da war wirklich Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, du konntest alles machen, was auch nicht mehr so ist. Also es hat sich schon geändert durch die ganzen Probleme, die halt da sind. Ja. Aber das hat mich so fasziniert. Ja, dann bin ich da geblieben. Und ja, und eigentlich, ja, man fühlt sich mehr als Weltbürger. Also ich bin nicht mehr so verwurzelt, auch wenn ich aus Deutschland komme. Aber ich nehme halt so von allen Mentalitäten, von allen Ländern alles mit und vereine das dann, versuche das halt auch in die Musik zu bringen. Dass es halt wirklich international ist und deswegen, also ich glaube, mein Herz ist ganz weich und so, da kommt man ganz schnell dran und dann lasse ich auch nicht mehr los und nicht mehr locker. Das ist toll, ich finde es eine super Einstellung. Also, dann freuen wir uns jetzt auf Ihr Konzert. Kannst du ruhig du sagen, das ist ja. Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Zeit nur du gesagt. Ja, das okay. So muss sein. Okay, auf jeden Fall dann. Ja, macht's gut. Und ich hoffe, man sieht sich nochmal vor Weihnachten. Wie gesagt, am 23. Dezember in Pratteln. Genau. Nicht vergessen. Also, ich habe jetzt gerade mit ihr geredet und es ist so toll. Es ist wirklich so locker gesehen. Als würde ich mit einer Freundin reden. Und jetzt gehen wir aufs Konzert schauen. I'd lose my mind before.